Und die gute Nachricht aus Vorarlberg. Susanne Marosch vom Leukämiehilfeverein Geben für Leben hat am Abend den Russ-Preis verliehen bekommen. Die 45-Jährige ist für ihren unermüdlichen Einsatz ausgezeichnet worden. Der Russ-Preis geht jedes Jahr an Vorarlberger Persönlichkeiten, die Außerordentliches für das Land und die Menschen leisten. Mehr Nachrichten gibt's bei uns online und jederzeit auch in der Antenne Vorarlberg-App. Antenne Vorarlberg Nachrichten. Immer 5 Minuten früher informiert.